Hi Guys, sonnige Grüße vom Bodensee. Und ich hatte gerade den Impuls, mit euch zu teilen, wie ich eigentlich hier gelandet bin. Weil es ja einfach eine Widerspiegelung ja dieser Freude ist oder das ja das Ergebnis dessen, dass man dem auch wirklich vertrauen kann. Und ja, wo fange ich an? Also das Gefühl oder die Öffnung für Konstanz habe ich bekommen, als ja, als mir so auch sehr stark für mich irgendwie so reinkam, ein Zentrum zu eröffnen, das ich gerade wieder geschlossen habe. Nur um mal zu sagen, dass es um die äußere Form nie geht. Es geht um die Freude, die sich darin ausdrückt, und alles andere ist temporär. Aber um zur Sache zurückzukommen. Und dieses Center hieß einfach ja, Center of Now, abgekürzt CON. Und in dem Zuge kam für mich irgendwie, das muss in Konstanz sein. Auch ja, aus verschiedenen Gründen. Und ja, die Gründe deuten alle nur darauf hin, wenn sie in Resonanz gehen, dass es halt einfach für mich so ist. Und dennoch hat es 2 Jahre gedauert, von dem Moment an, bis es für mich wirklich eben auch hier in der Form tatsächlich so war. Und womit ich zu kämpfen hatte tatsächlich, auf gewisse Art und Weise, war immer wieder dieses Gefühl, ja, doch, ich kann mir vorstellen, dort zu sein. Es wird weit, es wird offen, es kommt Freude auf. Und dieser Glaubenssatz, der echt sehr tief gesessen hat, immer noch war, die Preise und die Mietpreise dort sind dermaßen hoch, und ich mit meinem unregelmäßigen Einkommen, da habe ich doch gar keine Chance. Also von, Mensch, welcher Vermieter nimmt mich dann, bis einfach ja auch, keine Ahnung, ob ich da jeden Monat so eine Monatsmiete, so eine unglaublich, unglaublich hohe Monatsmiete bezahlen könnte. Ja, für die ich in der Stadt, in der ich gewohnt habe, wahrscheinlich 2 Wohnungen zusammengekriegt hätte. Und ja, obwohl mir vollkommen klar war, dass das nicht stimmt, dass das nur Glaubenssätze sind, und selbst aus der Erfahrung heraus, die ich damit schon gemacht habe, dass wenn ich dem vertraue und diesen Schritt tue, ich es wirklich erfahren kann, selbst obwohl ich es schon anders erfahren hatte, schien das mir immer wieder ein sehr, sehr waghalsiger und fast fahrlässiger Schritt, jetzt gerade nach Konstanz zu gehen. Und ich habe es immer wieder losgelassen, ich habe immer wieder reingeschaut, ich habe immer wieder aufgelöst, was da als Blockaden kam. Und es hat sich auch durchaus immer noch gut angefühlt, da zu sein, wo ich gerade war. Also es war nie so ein, ich muss da weg. Und ich wusste auch, dass es gekommen wird. Das war auch immer für mich ganz tief gefühlt. Und nachdem mir aber klar wurde, okay, ja, Chaka, ich will dahin, und scheinbar gibt es da diese Beengung, diese Begrenzung für mich. Ja? Und wie wäre es, wenn ich jetzt einfach was tue, was auf dieser Ebene für mich greifbarer ist? Wie wäre es, wenn ich mir dort einfach in Konstanz einen Job organisiere? Ja, einfach nur so. Kann ich ja jederzeit wieder loslassen. Und dann die Frage, ja, was wäre das denn für ein Job, den ich noch machen wollen würde, für den ich überhaupt noch Freude empfinden könnte, weil das, was ich gerade tue, das ist mein Job. Ja, das ist, was von Herzen da ist. Und ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, irgendwo angestellt zu sein wieder. Ne? Und dann fiel mir auf, ja, das, was ich gerade mache, Seminare organisieren. Und dann dachte ich, ach, krass. Und dann gucke ich auf Google, und ungelogen, da steht doch plötzlich
vollkommen deutlich da und unübersehbar: Seminarorganisation am Bodensee. Ich so, what? Und lange Rede, kurzer Sinn. Es war unglaublich. Es hat sich herausgestellt, dass das echt eine Firma war. Das ist unglaublich. Also wir haben es so sehr miteinander so geschwungen, dass es total klar war. Der Witz war, dass es mit dieser Firma aufgrund von Corona und all diesen ganzen Sachen plötzlich mussten die ihren Standort aufgeben und so weiter und so fort. Und es hat über ein Jahr gedauert, bis es tatsächlich funktioniert hat, dass diese Firma auch direkt in Konstanz, vorher waren die gar nicht in Konstanz, tatsächlich einen Standort bekommen hat. Und ja, Vertrag wurde endlich abgeschlossen und es ist so der Hammer. Und ich merkte schon, ich konnte nicht sagen, warum, weil die Resonanz mit den Leuten in der Firma war einfach echt großartig. Aber ich habe gemerkt, das stimmt was nicht. Natürlich stimmt was nicht, ne? Weil der eigentliche Grund war durchaus ein Mangelgedanke, ja, warum ich das gemacht habe. Und es war kurz bevor ich dort hätte antreten sollen, mehr oder weniger, da war ich nochmal in der Natur, auf einem Weg, wo ich schon mal sehr, sehr starkes Erlebnis gehabt hatte. Und plötzlich, die Sonne schien, es war strahlend blauer Himmel, es war wirklich so ein Tag, so, wo man dachte, wow, mein Gott, wie schön ist das Leben, ja. Und ich stand plötzlich an so einer Art Wegkreuzung mit einer Bank und dann war es mir plötzlich vollkommen klar, bevor ich nach Konstanz gehe, muss ich diesen Job loslassen. Also er hat alles getan, der hat seinen Zweck erfüllt, mich quasi in meinem Commitment zu bestärken und mir klar zu werden, dass ich nach Konstanz gehe. Und das war's. Das war's. Er hat seinen Zweck erfüllt. Und es brach so richtig nochmal alles aus mir heraus. So alles, was mit diesen Mangelgedanken und so weiter zu tun hatte. Und es war so befreiend und so. Also es fiel so viel von mir ab und ich habe gemerkt, wow, ich weiß nicht wie, die rechnen jetzt mit mir und es soll bald losgehen und die haben niemand anders und überhaupt. Und ich wusste, okay, ich werde davon jetzt nicht so Teil sein, wie wir das vielleicht abgemacht haben. Und ja, ich habe dort angerufen und ja, ne, ich bin nicht umsonst mit denen so in Resonanz gegangen. Ja, sie waren, also es war einfach alles offen. Wir haben vereinbart, dass ich da so lange bin, wie halt ein Ersatz gefunden ist. Es war alles großartig. Ich war gerne dort. Und innerhalb von wirklich wenigen Tagen fast wurde schon jemand gefunden. Also es war wirklich, allein das ist schon wieder unglaublich wundervoll, wie das passiert ist. Und ich war draußen und ich war in Konstanz und auch wie ich die Wohnung, in der ich jetzt gerade wohne, gefunden habe, ist ein anderes großartiges Beispiel, wie sowas gehen kann, wenn man sich immer wieder frei macht von allem, von allen weltlichen Konzeptionen, von allen Mangelgedanken, weil ich hatte deswegen auch nicht, mein Kontostand war auch nicht anders als vorher, aber mein innerer Kontostand, ja, der war reich gefüllt, und zwar reich gefüllt mit Vertrauen, mit Glauben. Und das hat durchaus diese Schleife mit diesem Job in der Hinterhand sozusagen, das hat sie bewirkt, ja, weil ich selber wirklich täglich in der Zeit mich immer wieder innerlich mit der Essenz dessen, was ich bin, verbunden habe und die Größe Gottes anerkannt habe und wirklich bereit war,
mit all den Glaubenssätzen, seien sie unterbewusst, unbewusst, bewusst, Unrecht zu haben. Weil ich Unrecht habe. Immer wenn irgendetwas sich begrenzend anfühlt, heißt das, das heißt, dass ich Unrecht habe. Deswegen fühlt es sich begrenzend an, weil es niemals wahr sein kann. Ich bin nicht irgendetwas, womit ich mich hier identifiziere. Ich bin frei davon. Und wenn ich merke, dass das eben nicht mit dem übereinstimmt, mit was ich denke, und mir dessen bewusst werde, das ist ja schon der Weg raus. Und ich muss sagen, solche Erlebnisse gibt es viele, die mich immer wieder darin bestärkt haben, wow, wenn es dann soweit war, wenn ich einen Schritt getan habe, immer wieder zu merken, boah, es passiert nichts. Also nichts von dem, an dem ich glaube, aus einem Mangelgedanken heraus, dass das passiert. Es hat mir noch nie geschadet. Noch nie, Leute. Noch nie. Noch nie. Noch nie der Freude zu folgen. Ja, und ich kann nur sagen, nehmt die Abkürzung. Ja, ihr braucht nicht all die gleichen Umwege zu machen, ja. Nehmt mein Wort dafür. Nehmt das Wort von Jesus dafür. Nehmt das von Buddha dafür. Nehmt Gottes Wort dafür. Es bringt euch immer nur noch mehr Freude, wenn ihr der Freude folgt. Und noch mehr Vertrauen und noch mehr Sicherheit. Hin zu der einen riesengroßen Sicherheit, in der es nicht einen einzigen Mangelgedanken überhaupt gibt, in dem das unvorstellbar ist, in dem Mangel vollkommen unvorstellbar ist. Weil das ist es, was für Gott wirklich so ist. Ja, für Gott ist Mangel absolut unvorstellbar und deswegen kann er uns darin zwar lassen, aber er kann dem nie zustimmen. Also, das ist deine größte Freude, jetzt gerade in dem Moment. Und die muss ich nicht tschakka und wer weiß wie anfühlen, sondern ja, da wird's weit, da wird's weich, da wird's warm. Und gibt es irgendwelche Widerstände dagegen? Gibt es irgendwelche Glaubenssätze dagegen, warum das jetzt gerade nicht für dich geschehen kann? Und lass sie einfach in dieser Wärme, in dieser Sonne, in dieser Wohligkeit, in dieser Weite sich auflösen. Und schau, was passiert. Folge dem, was jetzt dann kommt für dich. Als Bild, als Gefühl, vielleicht als Impuls, etwas zu tun oder auch nicht zu tun, zu lassen. Und einfach die Freude als Lebensgefühl zu genießen. Ja, und darauf gehen wir sicherlich heute Abend noch etwas mehr ein in Commit. Und vielleicht sehe ich dich dort. Ich freue mich drauf und ja, genieße die Freude in jedem Augenblick. Ich sag dir eins, dafür bist du hier, dafür bist du inkarniert. Ciao, ciao von Herzen.